König auf Hähnchenflügeln, schaut euch an, wie spektakulär sie werden. In eine Schüssel gebt 700 Gramm Hähnchenflügel, fügt eine Prise Natron hinzu, bedeckt alles mit Wasser und rührt um. Lasst es für ein paar Minuten marinieren. Jetzt gebt 2 Esslöffel Butter in die Pfanne, zusammen mit etwas Olivenöl. Lasst das Wasser von den Flügeln abtropfen und legt sie in die Pfanne zum Braten. Richtet sie in der Pfanne an und lasst sie braten. Rührt um und wendet sie bei Bedarf. Die Farbe ist perfekt, und nun fügen wir Salz, schwarzen Pfeffer, Paprika und frittierten Knoblauch nach Geschmack hinzu. Rührt um, damit sich die Gewürze gut vermischen. An diesem Punkt fügt ihr 4 Esslöffel Ketchup und 2 Esslöffel frisch gepressten Zitronensaft hinzu. Gebt 2 Esslöffel Senf dazu und rührt um. Und jetzt kommt das Geheimnis unseres Rezepts, 4 Esslöffel Honig. Gut umrühren. Nun decken wir die Pfanne ab und lassen sie etwa 15 Minuten köcheln. Und schaut mal, wie sie geworden sind, gebt nach Belieben gehackte Petersilie hinzu und genießt sie. Unsere honigkaramellisierten Hähnchenflügel sind einfach spektakulär. Die Kombination aus süß und würzig ist zum Anbeißen. Wenn euch das Rezept gefallen hat, vergesst nicht, ein Like dazulassen und den Kanal für weitere leckere Rezepte wie dieses zu abonnieren. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.